ESTV, Videos aus der Region. Es ist ganz einfach so, dass wir als Medienunternehmen nicht nur die Verantwortung haben, die Bevölkerung zu informieren über alles, was mit der Corona-Pandemie zusammenhängt. Ich finde, wir haben auch eine unternehmerische Verantwortung, medial Unternehmen zu begleiten, auch in der Corona-Pandemie ihr tägliches Geschäft zu betreiben. Und dazu gehört auch, das nächste Ausbildungsjahr zu starten, Azubis zu suchen, Schülern und Schulabgängern eine Perspektive für die Zukunft zu geben. Wir haben natürlich ein sehr, sehr umfangreiches Infektionsschutzkonzept erstellt. Wir haben einen Messerundgang, der in einer Art Einbahnstraßenregelung funktioniert. Die Menschen werden sich nicht begegnen. Wir haben explizite Kontrollen am Eingang und am Ausgang, überall Desinfektionsspender. Im Übrigen haben wir dieses Hygienekonzept sowohl mit dem Messebetreiber als auch mit den Behörden abgestimmt, sodass sichergestellt ist, dass wir die größtmögliche Sicherheit bieten können. Naja, das Besondere ist natürlich, dass wir nicht so viele Mitmachaktionen dieses Jahr bieten können, weniger Personal an den Ständen zur Verfügung stehen wird, aber trotzdem wir über 40 Aussteller haben, die jungen Menschen eine Perspektive für die Zukunft anbieten wollen. Und das ist, glaube ich, in dieser besonderen Zeit auch ein tolles Zeichen aus der Wirtschaft an die Schulabgänger. Es geht auch weiter nach der Pandemie und informiert euch zu Ausbildungsplätzen in der Region.